so gemeint zu dir. Du bist ultra leise, wo? Ich gemein zu dir, wir sind nur ehrlich. Ich bin jetzt gejoint und mein Typ hält irgendwie einen Finger vor seinen Mund. So, pssst. Lauf die Straße zurück. Das ist erstmal top. Ich bin Rocky! So. Everybody hits like Rocky Balboa. Wie ging das jetzt nochmal? Wie kann ich meine Fäuste runternehmen? Leertaste. Achso, das wusste ich. Ja, genau. Wie kann man da über die Karte aufmachen? Ich bin schon wieder hot! Willst du mich verarschen? Er hat gerade seine Jacke eingezogen. Hat keine Hose an. Also, ich bin jetzt gerade irgendwo an einem Strand mit einem Leuchtturm. Also, okay. Mir gegenüber ist eine kleine Insel mit einem Leuchtturm. Und hier ist irgendwie ein Hafen. Halbinsel oder Insel? Eine Insel. Und ich bin an einem Hafen. Eine Insel. Die ist gegenüber von dem Leuchtturm. Ist das nicht im... Es könnte Selene sein. Hat man hier keine Karte? Nee. Im Internet musst du gucken. Ja. Oder du musst eine Karte finden. Ich hab Boring. Dann suche ich eine Karte. Eine Insel. Ja, aber die Karte kann sein, dass das nicht von dem Teil ist, wo du bist. Ja. Also, und außerdem wirst du nicht auf der Karte angezeigt. Ja. Aber ich kann mich dann so ein bisschen orientieren. Ist hier eine Kirche? Wow. Wow. Aber jetzt geh erstmal hier in das Haus rein. Und da ist schon mal gleich eine Axt. Ich sehe Bäume. Hier echt? Stehen nur wir Bäume. Echt? Ja. Wie schauen die Bäume aus? Groß und grün. Wie kann ich das Equipment nochmal aufrufen? Tab. Boah, sehe ich hässlich aus. So ein richtig schöner Gesichtselfmeter, ey. So, jetzt habe ich eine Axt ausgerüstet. Das haben sie ein bisschen geupdatet, kann das sein? Ja. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen komplett, deswegen hast du auch so viele Frames. Kann man hier irgendwie springen? Nee, ne? Nur mit V drüber steigen. Du kannst jetzt, wenn du rennst, V drücken und dann hüpfst du kurz. Ist das nicht buggy wie bei Arma 3, dass man plötzlich irgendwie 2 Kilometer in die Luft fliegt und dann stirbt? Ist mir noch nicht passiert. Okay. Weil Arma 3 ist ja so ein bisschen ähnlich, ne? Ja, es ist ja, basiert ja auf der Arma Engine. Ja, eben. Boah, ich hoffe, wir fallen nicht einfach tot um. Wenn wir in der Military sind. Ach so, wegen der Infection? Ich habe eine Gasmaske dabei. Ja, aber du musst komplett... Nee. Oh, ich keinen Schutzanzug. Mir kommt das hier bekannt vor. Ich glaube, ich bin in der Nähe von Elektro. Sag ich doch. Entweder Cerno oder Elektro. Muss trinken. Weil ganz unbekannt ist mir die Map ja nicht, ne? Aber das sind die Gleise von Elektro, das kenne ich. Soll ich den Kompass aufrufen? Nein, nein. Beschwöre den Kompass. Bei der Macht von Grayskull. Also momentan laufen wir noch richtig. Wenn, es ist ja immer noch so, dass wenn die Zombies außerhalb des Sichtfeldes sind, mit einem weißen Punkt am Rand markiert werden. Nee. Nicht mehr, okay. Ich gehe jetzt erstmal zur Kirche, das ist immer eine gute Idee. Und man kann immer noch nicht bergauf rennen, alles klar. Kommt mal drauf an. Wie steil. Ist es immer noch so, dass die Zombie-Anzahl in der Stadt abhängig ist von den Anzahlen der Menschen? Nein, du wirst sehr wenige Zombies finden und wenn du welche findest, dann bedeutet das eher, dass keine Sau da war. Okay, drück mir die Daumen, dass in der Kirche kein Zombie ist. Wieso? Du kannst die Zombies umboxen. Gib ihnen eine mit der Faust ins Gesicht und die werden ohnmächtig. Ich habe aber Angst, dass die mich schlagen, bevor ich sie schlage. Das kann passieren. Außerdem hast du doch eine Axt. Ja, eben. Aber ich habe Angst, dass sie mich schlagen und ich verblute. Du hast doch Rex, du kannst dich doch verbinden. Ich weiß noch, wo man früher in DayZ im Mod mit einer Makarov und einem Magazin gespawnt ist. Ich nehme übrigens auf, ist das für euch okay? Ja, ja.
Und danach haben sie uns dann ja das, die Macke darauf weggenommen. Ist das okay, Bruder? Ich muss das fragen, weil sonst könnt ihr mich melden. Ich möchte das nicht. Kannst du bitte meine Stimme rausfiltern, dass man nur die Antworten von den anderen immer hört? Du musst dann später unsere Stimme verzerren, so. Hallo? Ich bin nicht Monster. Ich lass dich wie ein Monster klingen. Go fuck yourself, Mann. Hey, wo sind denn die jetzt gelandet? Da, wo ich vorhin eigentlich hin wollte. Wir könnten, ich könnte Nahrungsmittel gebrauchen. Hier experimentiert er irgendwie, oder? Ich hab ne Flinte. Was meinst du? Ja, hier experimentieren die Leute ein bisschen. Ich meine... Ah! Ich will diese Büchse öffnen, damit ich sie essen kann. Wie kann man die Waffe wechseln? Also außer über Tab? Nur über Tab, es sei denn, du ziehst sie unten in die Quickbar. In die Quickbar? Ich hab keine Karte. In die Quickbar unten. Ja, ach, eins, ach genau, gut. Ich hab nämlich jetzt eine Shotgun gefunden. Hast du Munition dafür? Noch nicht. Und ich hab Medizin gefunden. Medizin, jagt ihn! Und eine Schultasche mit einem Hello Kitty-Symbol. Jetzt dreht er aber richtig auf hier, ey. Was ist das denn? Ein Hockeyschläger! Das ist doch viel cooler als eine Axt. Ja, der Nesto, der dreht jetzt richtig auf, ey. Das ist doch viel cooler als eine Axt, oder? Gleich rennt der Gottlike rum, ey. Pass auf, jetzt findet er gleich, weiß nicht, halbes Dutzend Winchester Rounds und eine Winchester. Ja, ich bin Elektro. Definitiv. Ich bin mir zu 50% sicher. Aber ich lauf jetzt nicht aus der Ortschaft raus, um das Schild zu lesen. Bin gerade von der Treppe runtergefallen. Seid ihr schon mal auf andere Spieler getroffen hier auf dem Server? Nö. Doch, ja. Als wir gegrillt haben. Wie kann man nochmal reden? Capsule. Oh, da sind Apfelbäume. Okay, das wird wieder problematisch, das muss ich umstellen. Weil ich habe so eine Tastatur mit Smartcast. Nicht Smartcast, wie heißt das? Ach. Ich habe irgendwas schreien hören. Das können Zombies. Drück mal Caps Lock und schrei Jalalalalala, dann antworten die vielleicht. Nein. Nein, das geht nicht, ich muss es eh umstellen. Eine braune Skimaske. Fuck! Warum? Ich höre einen Zombie, ich höre einen Zombie. Wenn ich die Türen zumache. Die können nicht durch. Wie kann ich durch? Zombies laufen nicht mehr durch Wände durch. 22 Munition. Ich hör doch einen Zombie! Wo ist sie? Zombies hörst du einen halben Kilometer, also. Es kann sein, dass er am Arsch der Welt ist. Habe ich das Headset richtig auf? What the fuck, was ist da das? Zombie, ja, das mach nochmal ein Geräusch! 5.1, 7.1 funktioniert nicht so toll bei dem Spiel, leider. Alter, ich hab hier einen Schrank, der ist voll mit Skimasken. Da liegen 8 Skimasken oder so drin. Ja, hier ist ein Bett, da sind 5. Wie kann ich nochmal mich in die Hocke setzen? X, genau. C stehst du dann wieder auf und Y legst du dich am Boden. Die Sau ist hier irgendwo. Irgendwo ist die Sau. Ich will die jetzt nicht schlachten. Ich will noch nicht sterben, ich bin zu jung. Ich geh jetzt einfach aufs Dach, so. Olli. I'm too young to die. Wo ist Gabor? Gabor, ja. Olli, wisst ihr noch, wo wir zu dritt rumgelaufen sind und ich dann überall Flares hingeschmissen habe? Ja, ja, das wollte ich heute. Genau das ist das, was mir entfallen ist vorhin, Gabor. Ich wollte doch vorhin sagen, erinnerst du dich? Und dann habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und das war, weil der Neste in der Nacht immer rumgelaufen ist und die Flares geschmissen hat wie ein Irrer. Na, tagsüber auch. Ihr seid in das Haus gegangen, ich habe dauernd Flares gefunden und habe sie auf dem ganzen Platz geworfen und plötzlich kamen 20.000 Zombies. Welcome to Flare City. Weißt du noch, als wir uns treffen wollten in Stachisomo,
Der geht so ein Idiot. Philipp, wo bist du? Ich hab keine Ahnung, aber da ist ein Supermarkt. Ich geh mal in den Supermarkt rein. Oh, da geht irgend so ein Trottel in den Supermarkt rein. Ich schieß ihn mal ab. Oh Gott. Das sind so die typischen DayZ-Geschichten. Hey, ich knall ihn einfach mal ab. Mal gucken, was passiert. So. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Gibt es hier keine Polizeistation? Okay, also. Die Stadt ist eigentlich groß genug für eine Polizeistation, finde ich. Wie kann gut sein, dass da irgendwo eine ist. Ich meine, wir haben bis jetzt noch relativ wenig erkundet. Hallo, hallo, hallo? Nee, ich kann immer nicht reden. Hallo, hallo, hallo. Hör mich die Zombies, wenn ich rede? Nein. Die antworten dir vielleicht. Repeater. Was für eine Sauerei. Oh, was ist das denn da oben? Rider's Jacket. Vier in die Seite. Ja. Gabor, ich bin jetzt in der Stadt, wo wir gegrillt haben in der Nacht. Wo dann der Typ herkam. War schon. Nein, nicht da. In dem Haus drin, Kirche. Meinst du? Ja, ja, in dem Holzhaus. Genau, wo die Kirche dahinter ist. Da, wo ich vorhin gesagt habe, ob du dich noch erinnerst. Okay. Man kann immer noch nicht in Scheiben reingucken. Nee, nicht da, sondern da, wo wir ausgelockt haben. Ausgelockt? Ja, in... Warte mal, wie heißt die Stadt? Okay. Gluglovo. Ah, okay. Oh Gott, I'm hungry, ich bin Ungar. Damage. Wo bist du? Irgendwo. Ich weiß es nicht. Irgendwo! Das ist meine präzise Angabe. Wo bist du? Irgendwo. Drift. Oh, eine Sprühflasche. Jetzt kann ich schon mal bügeln. Desinfektionsspray, geil. Trink es oder besprüh dich. Warum? Ich bin auf der Straße. Weil du dann stirbst. Und zwar einen qualvollen Tod. Hä? Warum? Wenn du aber etwas... Du kriegst ein lustiges Gefühl auf deiner Zunge. Ja. Das heißt aber nur bei meinem verfaulten Essen, oder nicht? Ja, und das ist auch Food Poisoning, wenn du das Zeug trinkst. Es ist halt eine chemische Vergiftung, ist normal. Das Lustige ist, früher war das Desinfektionsspray die absolute Killer-Variante, um Leute sneaky umzubringen. Du bist hingeschlichen zu denen, hast sie besprüht und bist weggegangen. Und dann sind die irgendwann gestorben und konnten nichts dagegen tun. Oh, ich bin auf der Straße, Gabo. Ein okay. Supermarkt. Auf die Straße. Oh, noch eine Axt, geil. Die nehme ich mit. Kann ich Ballhändigkeit machen, nein. Da, ich sehe dich. Ich will die nehmen. Okay, Wasser. Wo bist du jetzt hin? Einfach, da war ein Haus, was noch nicht offen war und dann habe ich da mit Wasser. Hey, my name is Alex. Auf dem Sack! Mach es nur alleine weiter! Na, weil doch da ein Spieler mit dem Namen Alex. Von dort aus, wo du gerade standest. Wenn du auf mich zuläufst, musst du links abbiegen. Okay, links, alles klar. Hi, ich bin Alex. Auf dem Sack! Bla bla bla, Mr. Freeman. Schraub, 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 schraub. Schraub, 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 schraub. Stay light. Wieso kann man die Zombies nicht hören, aus welcher Richtung sie kommen? Weil alle Armor-Sachen unglaublich Probleme mit Directional Sound haben. Weil egal in welche Richtung ich gucke, es hört sich gleich an. Ja. Da ist eine Remington. Nee, also eine Shotgun. I'm grabbing this shot. Brown Bomber Jacket. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu orientieren. Aber wenn sie einen sehen, dann machen sie immer noch so. Oder? Ja, so in etwa. Okay. Nö. Da machen sie nicht mehr so, die machen nur noch.
Sie kommen an und sagen bla bla bla, Mr. Und dann platzt dein Kopf. What the fuck? Ich trinke jetzt mal eine Coke. So. Ja. Zombies sind jetzt Insta-Kill, pass auf. Was? Was? Bitte was? Ja, du bist danach infected und dann stirbst du einen grausamen Tod und dann musst du als Zombie rumlaufen. Als ob. Das wäre cool. Jedes Zombie, was auf dem Server findest, ist ein Spieler. Richtig. Es war immer ein Spieler. Die müssen als Zombie jemanden umbringen, um wieder ein Spieler zu werden. Eine Packung mit Pumpkin Seeds. Fuck, ich weiß nicht, wo wir sind in der Stadt. Oder wie Frankie sagen würde, let me lick you. Ich suche Essen jeden Tag, ich suche Essen, so viel ich mag. Hier, ich bin in einer so einem Wachhäuschen, da liegen 4 Stun-Buttons auf einem Tisch. Da war hier die... Weil hier die, kannst du mir mal kurz sagen, in welche Richtung diese Straße hier zeigt? Ach, ich soll den Kompass auspacken. Ja. Pack ihn aus. Ein bisschen mehr. Zeig ihn uns. Komm, zeig ihn uns. Südwesten. Oh, er zeigt sogar in Richtung Südwesten. Südwesten. Okay, das könnte richtig diese Straße sein. Ja. Also in diese Richtung, wo wir gerade gucken, ist es Südwesten. Kompass ist ja richtig versaut. Okay, müssen wir zurück. Genau in die andere Richtung. Autobatterie und ein Reifen. Können die Zombies auch in Häusern sein? Ja. Wir sind schon 2 in Häusern begegnet. Schlauze da! Oh mein Gott, wer hat die Hintertür offen gelassen? Warum liegt da Stroh rum? Ich habe Angst und ich bin hungrig. Schlechte Kombi. Das ist ein Teufelskreis. Wenn ich Panik habe, habe ich Hunger. Und wenn ich Hunger habe, kriege ich Panik. Schauen wir mal, ob im Scheißhaus Loot ist. Oh, Tür zu! Versteckst du dich jetzt im Scheißhaus? Jetzt können mich nur noch die Fliegen fressen! Also die Zombies gehen mal sowas von auf die Eier. An die Eier. Macht er dich an, oder wie? Ja, echt, die gehört sich an, als würden sie überall. Voll du auf. Brauchst nicht so viel Angst vor Zombies haben. Doch! Ich weiß nicht, wie stark oder schwach die sind. Naja, sie können dich infekten. Und dann infekte ich sie zurück. Und dann links ist eine Construction Site. Sowas habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Du glaubst mir das nicht. Ich muss mir aber vorstellen, ich bin Rocky. Übrigens, Philipp, alles an Nahrungsmitteln zu dir nehmen, was du hast, es sei denn, du bist, also was du findest, es sei denn, du bist stuffed. Weil wenn du stuffed bist, dann frisst du irgendwann mal so viel, dass du anfängst zu kotzen. Also muss ich erstmal was zu essen finden. Ich finde bisher nur was zu trinken. Ja, ist auch gut, weil... Und Medikamente. Cola ist auch Essen. Echt? Ja. Ja, es hat ja Kalorien viele. Wir gehen die getrunken. Leiter da drüben runter. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht auf meine Ding da lassen. Ich bin Zombie! Alles klar. Das sind die Opfer, ich sehe die nicht, ich höre sie nur. Ich gehe dann mal ganz langsam weg. Die Food are odd. Nicht mal im Supermarkt war Essen, bloß eine große Axt, die ich nicht aufheben konnte. Weil die in der Wand gebackt ist. Tja. Wo bist du?
komm gerade in die Construction. Ich stehe an so einer Mülltonne. Wow, du kannst jetzt einen Mülltonnen mit dir rumtragen. Das ist so eine präzise Ortsangabe, so unfassbar. Was siehst du? Eine Mülltonne. Ein Baum. Und was siehst du noch? Gras. Ein gelbes Haus. Es verschiebt sich hier weiter, es hat Fenster. Und so wie das eine hängt, würde ich den Ingenieur verklagen. Der Ingenieur, was? Was habe ich gefunden? Es wäre was anderes, wenn du sagen würdest, okay, das ist das einzige Haus, in dem noch eine Spülung funktioniert. Dann würde ich sagen, ah, okay, da muss ich hin, alles klar. Wie ziehe ich was an? Oben rechts auf die Leiste schieben. Ah, ich habe jetzt ein weißes Krankenschwester-Outfit. Schön. Wohin müssen wir, Gabo? Westen, Norden, Osten, Süden? Oh, ich sehe so putzig aus. Okay. Ich bin aber noch oben in der Construction Site. Ich weiß, also wo Norden. Gleich auf Höhe von Novi Sobor. Nice. Hopp, hopp, Gabo. Ja, ich komme gerade raus. Wo bist du? Haupteingang. Das ist so geil, wie weit du jetzt schauen kannst, ohne dass es ruckelt. Ich finde das super. In die Richtung ist Oh, eine Mistgabel! Ja dann, mach mal. Philipp, du kannst jetzt Ackerbau betreiben. Ich kann aber die Mistgabel nicht aufheben, warum? Weil du schon was in der Hand hast, wahrscheinlich. Welche was in der Hand haben? Oder du nimmst es einfach in die Hand. Also. Hier ist in die Hand, du Stück. Los! Was du in der Hand hast, legst du weg und das was. Dann ziehst du es einfach in den Slot von deiner Hand. Ich bin in irgendeiner Werkstatt. Vielleicht liegt ja irgendwo Leberkasten rum. Das wär mega geil. Dann würde ich sofort umkehren und zu dir laufen und ich dann wenn es gestern ist. Aber wenn kein Senf da ist, schmeiß ich sie weg. Siesten! So kurz vorm Verhungern findet meine Leberkassel. Scheiße, kein Senf drauf! Schmeiß weg die Scheiße! Siestigkeiten. Siestigkeiten. Beauty. Fashion. Ich höre nur was zum Essen. Ich habe Räder gefunden. Ich glaube, ich drehe am Rad. Bau dir ein Auto. Ich würde so lachen, wenn er jetzt ein Auto findet, weißt du? Ich nehme die Reifen jetzt nicht mit. Aber wenn ich ein Auto finde, dann laufe ich zurück. Krankenhaus. Oh, bei mir auch. Wo? Da vorne, direkt dort. Ist da? Ja. Sieht ja aus wie eine Schule. Schaut mir aus wie ein Krankenhaus von hinten. Warum ist da kein Loch im Zaun? Weil das eine Schule ist. Ah, ich war ich schon. Okay. Ich habe ein Loch im Zaun gefunden. Ich würde so lachen, wenn du da so gefressen wirst und ich bin so hinter dem Zaun. Ich so. So. Oh, da hinten ist eine Fire Station. Saugeil. Zombies at the Fire Station. Oh, leck. Frame ich bin jetzt gleich in Gorka. Frame einmal hoch. Dafür. Hallo. Hallo. Ich gehe ein bisschen. Weg. Ja, das im Gorka ist ja komplett die falsche Richtung. Können Zombies immer noch nicht über Zäune klettern? Doch. Ich hab gesagt, ich bin auf Höhe. Du musst aufpassen, die parkouren dir jetzt hinterher. Was? Ja. Das letzte Mal, der Wolli hat das Zombie übersehen, weil es ist so halb einen Baum hochgeklettert und neben ihm vorbeigeflogen. Was? Die können Bäume hochklettern? Ja, die können Bäume, Zäune, Wände, alles. Die, wie gesagt, die parkouren hier hinterher, die sind zwar die etwas... Die halt nur keine Türen öffnen. Die können Bäume hochklettern, aber Türen, die sind zu heftig. Die sind heißgilte Tötungsmaschinen, aber sie können keine Türen aufmachen. Du musst dran denken, sie sind etwas langsamer als früher, also sie rennen nicht mehr mit 5000 Kilometern pro Stunde. Oh, Tactical Bacon. aber sie können jetzt, wie gesagt, über Zäune klettern und Wände. Wow. Und es schaut sehr dynamisch.